Herzlich willkommen zurück zu Mondschein mit John McCloud. Heyo! Und der Timer läuft jetzt auch. So, ja, willkommen zurück. Wir waren auf dem Weg nach Kandis. Storymäßig habe ich gerade keine Ahnung. Man hat uns gesagt, wir sollen zurückgehen, aber warum sollen wir auf dem Spiel weiter hören? Ja, ne? Wer macht das schon? Gut, dann schauen wir mal, was hier so passiert. Diese Stadt heißt Kandis, meine alte Heimatstadt. Da Kandis die erste Stadt war, die auf diesem Kontinent gegründet wurde, ist es auch die größte und schönste des Kontinents. Meine Eltern wohnen in einem großen Haus im Nordosten der Stadt. Okay. Okay. Können wir ja mal besuchen. Willkommen in Kandis. Weißt du, Kandis, das klingt irgendwie wie... zu essen. So. Ja, so ein bisschen, ne? So eine Süßigkeit auf dem Jahrmarkt, ne? Ist auch sehr naturbetont, diese angeblich so große Stadt. Ja, gut, also bisher finde ich es auch nicht wirklich schön, aber Bierdecke gibt's hier. Das ist wichtig, okay. Scheint ja auch Nacht zu sein, oder wirkt es nur so dunkel? Laut Geräusche müsste es Nacht sein. Ich höre okay. Auch Wellen irgendwie, aber... Also, ich finde hier kein Wasser. Ja, vielleicht kommt noch. Wasser! Ah. Ach, so schön, eine Stadt am Meer. Ja, schön. Hätte man doch gerne. Problem ist natürlich dann, wenn Flut ist oder so. Ne? Keine ja. Ahnung. Orkan übers Wasser weht, dann hast du Party. Na gut, bevor wir die Brücke nutzen. Okay. Achso, ich habe hier im letzten Part, oder nach dem letzten Part, ausgiebig gelevelt und Kohle gefahren. Gut. Kiwi will die Nacht sich aber ihren Eltern verbringen. Muss ich sie jetzt auch noch abliefern, oder was? Die kennt doch den Weg. Ja, eigentlich schon, ne? Soll sie es doch uns zeigen. Wir sollten um diese Zeit nicht mehr stören. Komm, das ist ein Rollenspiel. Einbrechen! Oh. Mano! Wo ist Garrett, wenn man ihn mal braucht? Sowas. Gibt man so schön ausrauben alle. Keiner wird's merken. Nee, wir müssen am Tag. Ah, da. Ja. Das ist das Haus meiner Eltern. Der Ort meiner Geburt. Hier bin ich aufgewachsen. Hier hab ich... Ich will's gar nicht so genau wissen. Ja, mal reden. Wie dem auch sei, ich habe meine Eltern jetzt schon seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Seit 3 Jahren? Hattet ihr Streit? Streit? Nein. Ich bin einfach Flügge geworden. Toll. Könntest du bitte kurz warten? Klar. Ich lehne mich einfach hier an die Wand und warte. Danke. Nee, das dauert die ganze Nacht. Kann man sich bewegen? Nein, während des... Hey! Katze! Okay. Warum nicht? Scheint etwas länger zu dauern. Ja, ist ein Snickers. Vielleicht ist er eingeschlafen. Das könnte also die ganze Nacht so gehen. Ich bewege mich gerade nicht, ne? Okay. Eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, ich sollte da reingehen und nachsehen, was passiert ist. Jetzt wäre schon Selbstgespräche. Ja, dann gucken wir was mal. Was ist los? Eine Spinne oder was? Auf jeden Fall das wichtigste, Bierdecke. Genau. Oh. Hey, was haben wir denn hier? Oh. Sehr fein. Das, ja, klar. Also erstmal die Schränke plündern. Ne? Reiche Eltern von Ki. Ja, gut, ich mein 1000. Ich hab 6000, also... Ja. So, bisschen Gras abstauben, auch nicht. Schade. Gut, dann gehen wir halt hoch, wenn ich den wie ich treffe. Okay.
Was ist los? Hi. Ja? Reden? Was ist los? Wer sind die denn? Wer sind denn Sie? Was haben Sie mit meinen Eltern gemacht? Wer ich bin? Wer sind Sie? Und was tun Sie in meinem Haus? Ihr Haus? Das ist das Haus meiner Eltern. Was ist hier los? Sie waren nur die letzten 2 Jahre auf dem Mond. Sämtliche früheren Dorfbewohner sind allesamt zurück auf den alten Kontinent gezogen. Oh, okay. Das ist schlecht. Wie? Wie können meine Eltern einfach so wegziehen, ohne mir etwas zu sagen? Was sagt das über unser Verhältnis zueinander aus? Ich kann das gar nicht glauben. Tja, die waren halt Flücke. Eben, wer ist denn abgehauen? Ja, ne? Würden Sie jetzt bitte mein Haus verlassen? Sie sind jetzt ruhig. Ich stell's mir gerade so vor, bist du so abends so am Abendessen, ja. Weißt du? Nett. Na gut, lass uns gehen, Finn. Wir übernachten im Inn. Da wollte ich eh rein. Bestimmt nicht beim Schnösel übernachten. So nach Motto, oh, wir haben ja früh gewohnt, wir schlafen mal eine Runde hier. Na gut, dass wir ihn dann beklaut haben, also. Ja, na eben. Verlasst jetzt mein Haus. Erst gucken. Vielleicht hat er noch was für uns. Nö, keine Schokolade im Mitternachtsschrank, schade. Nicht mal ein Bierdeckel. Nee. Er ist reich, er trinkt halt, keine Ahnung, Sekt oder sowas. Ja. Er hat Prosecco. Ein bisschen Prosecco. Warte mal, das ist in. Das war ja irgendwo. Nö? Wo war das? Irgendwo da unten, oder? Ach nee, hier. Der pennt auch schon. Tschüss. Kostenlos. Ja, ne? Wer kriegt's mit? Betten frei, hallo? Ich darf hier nicht. Mein Gott, muss ich den echt aufwecken und bezahlen? Der arme Mann. Tschüss. Ich zahle meinen Schlaf nicht. Wegen. Würde irgendwie zu Finn passen, wenn er das machen würde, aber naja. Der ist ja eh so kriminell veranlagt. Naja. Na gut, ich gehe ja schon hin. Zimmer. Bingo. Gut. Leg dich einfach oben aufs Ohr, ist gratis. Die Nacht dauert ja nicht mehr so lang. Was hatte ich gerade vor? Danke. Weiterschlafen. Das ist doch mal nett. Immerhin gratis. 100% Rabatt, wenn die halbe Nacht schon rum ist. Das ist wie wenn man als Blinder ins Kino geht. Genau. Ich nehme das rechte Bett. Ich auch. Verdammt, ich wollte doch rechts. Stell dich nicht an, Finn. Ist gut. Aufeinander stapeln, weißt du? Ah ja, geht alles. Man muss sparen, wo man kann. Finn! Was ist das jetzt? Ah! Schick. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie die Musik fehlt, denn ich höre schon seit 3 Minuten keine Musik mehr. Oh, okay.
Oder hat einen sehr stillen Traum. Ja. Ja, auch im Innen ist keine Musik, deswegen. Guten Morgen. Ja. Dann halt nicht. Morgenstund hat Gold im Mund. Warum blinkt da jetzt was? Jö, was kann das sein? Jö. Richtig kochen für Anfänger gefunden. Naja, vielleicht kann ich es ja gegen etwas Nützliches eintauschen. Oh nein, ist das sowas wie eine Trade-Quest? Oh. Okay, irgendjemand Kochbegieriges oder der nicht kochen kann? Der pennt ja immer noch. Okay. So, dann gucke ich hier halt auch nochmal. Aber hier hat sie nichts getan, gut. So, bei Tage sollte hier doch mehr so machen sein. Bestimmt. Gut, dann gehen wir halt nochmal von ganz unten an. Mhm. Hallo Dame. Oder Typ. Okay. Seid gegrüßt, Fremde. Seid gegrüßt, Fremder. Was ist euer Begehr? Mein Begehr? Ich hab kein Begehr. Ja. Oh, seltsam. Ja. Ach, immer wieder schön. 3, 2, 1. Aus der Bahn, jetzt komm ich! Moment. Ja, was machst du jetzt? Problem. Kleine nervige Kinder. Schlimm, schlimm. Was fangen wir bloß mit unserer Zeit an? Wer weiß, wer weiß. Ja. Das ist ein lebhaftes Dorf. Oder Städtchen. Katze! Jö. Irgendwann mal, ne? Kommt die Katze. Ach ja. Ach, du rennst hier immer noch. Hey! 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 Ist wohl schwer beschäftigt. Jetzt komm endlich da runter! Nö, nö, kein Boss. Sei. Hört nicht. Ach ja. Böses Kind. Ach ja. Ja, fällt mir ein, das wollte ich ja schon die ganze Zeit sagen. FF9 kommt für den PC. Yay, das ist wunderschön. Ach, endlich, weißt du, das ja. Hab ich so ersehnt. Nach wie vielen Jahren? Ja, das war echt eine wunderschöne Nachricht, nachdem es 7 und 8 PC gibt. Die ganzen Super Nintendo-Teile, jetzt bald 10 und 10, 2, 13. Fehlt ja nur noch 12 und 9. Wunderschön. Ja, ja, ich bin echt gespannt. Ihr schon wieder verschwindet. Immer noch so unhöflich. Also ich hol's mir auf jeden Fall. Ja, ich denke, das werde ich mir auch holen, wenn ich irgendwann mal FF9 mache. Tut mir leid, ich habe leider keine Zeit für euch. Oh, ist aber schade. Ich bin ja auch sehr vom Remake vom 6er angetan, also das ist ja, Hammer. Das sieht ja auch super aus, ja. Ach ja. Gesundheit. Ich wünschte, ich könnte Ihnen ein Taschentuch anbieten. Nimm mal das Servierte. Ach, das Leben hier ist herrlich. Jeder Tag bringt neues Glück. Eine Frau oh, sein. Ich nein, guck egal. Mal kurz in deinem Haus. Dann ist das Leben nicht mehr herrlich. Was kann das denn sein? Ups. Oh, gut. Ich bin so der Oberdieb irgendwie da. Da könnte ja der Thief meine Scheibe abschneiden. Tja. Ach, schade, bis jetzt noch keine Einkaufsmöglichkeiten. Ja, ja, ich habe auch extra dafür Geld gefarmt. Das will ich jetzt haben. Ach, da kommt ein Objektgeschäft immerhin. Jumai. Wenn das nicht mein lieber Sohn und seine bezaubernde Frau sind. Nein. Aber Weiber.
Aber Weiber, unser Sohn ist doch schon vor Jahren gestorben. Komm an meine Brust, Sohnemann! Nein, nein, nein! Alles, nur nicht das! Wow! Ist das, was du da in den Händen hältst, wirklich richtig kochen für Anfänger? Hm. Aber wirklich, unglaublich! Ich suche es schon so lange. Könntest du es mir überlassen? Na klar. Auf vielen, vielen, vielen Dank! Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Zwiebel. Eine Zwiebel, okay. Moment mal, braucht denn nicht irgendjemand in ein paar Dörfern hinter uns eine Zwiebel? Ah, da war mal was, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Könnte es sein. Irgendwann, wenn ich Bock habe, zurückzugehen. Was kann denn das sein? Ja, ja. Für das Geld hättet ihr euch eine neue Ausgabe holen können. Durchaus, ja. So, hier müsste hoffentlich Objektladen sein. Was darf sein, mein werte Kundschaft? So ein Plan. Schauen wir mal, aber was hat. Hm. Objekte. Was? Ich glaube, ich verkaufe dir was da. Ich habe da so ein paar Sachen im Überfluss. Ja. Wann brauche ich mal Vergiftung? Heilung. Also ja, stimmt wohl. Schlafmittel, versetzen Schlaf, sowas tut sich nie. Mhm. Was wird denn eine Zwiebel? Uhu! Eine Zwiebel! Kostet's! Ja. Also, okay. Ne, wenn wir mal in Not sind und den Tauschtyp nicht finden. Ich hebe ich mir noch auf. Ja, den Rest hebe ich mir hier auf. So. Raus hier. Na gut. So, Waffen. Wo gibt's Waffen und Rüstung? Hat man die schon? Ich glaube. Obwohl, ne, haben wir noch nicht. Schönen Tag! Jo! Toll. Gut aus. Geh mir aus der Sonne. Ich muss mich freuen. Ja, als wäre hier nicht genug Platz. Ja, ne? Hat den ganzen Strand für sich alleine. Ja, wir ist sonst echt keine Sorge. So. Es ist keine Touris anlockt hier. Ja, komisch, komisch. Also ich bin gerade ein bisschen deprimiert, so. Über wie das hier angepriesen ist, ist das ja, ne? Nicht. Die erste Stadt auf dem Kontinent und so groß und toll und. Nicht meine Kaufmöglichkeit. Ja. Kochen! Ich muss kochen! Lalalala. Brauchst du eine Zwiebel? Ich muss hier raus! Aber das große böse Monster! Wie soll ich das überlisten? Träum weiter. Ja, das ist. Nö. Ich lasse mal im Raum stehen. So oder so ähnlich hat's doch jeder schon mal erlebt. Halt, halt! Ich bin eine Biene! Summ, summ! Sofort töten. Klatsch! So, ich schau. Das erste, was ich mache, wenn ich ein Haus betrete, ich schau immer erst nach blinkenden Sachen. Ja klar, ne? Macht man doch immer so. Auch in Real Life. So. Ja, ja, ja. Und das nimmt man dann mit. Ja, ja. Wie so ein... wie heißen die? Raben? Ja. Ja, einfach nur schlafen lassen. Okay. Ich hätte jetzt auch keine Lust, ihn zu stören. Also ich hätte da jetzt auch keine... Ne? Oh ja, ein schöner Schwan. Ja, ganz große Klasse. Herrlich, diese Ausblicke. Vom anderen Steg aus sieht es noch besser. Sieht man es noch besser. Solltest du vielleicht mal probieren. Nein. Ich bin gerade
deprimiert, warum gibt es hier keinen Waffenladen? Es ist wirklich ein aufregendes Leben hier, Wahnsinn. Ja. Die Katze. Nein. Katze Überfluss, aber nichts für Waffenmäßiges. Ja, ja. Das ist traurig. Kann mir irgendjemand sagen, was ich soll? Ja, nix, ne? Deswegen müssen wir auch zurück und nicht hierhin. Der Weg war weit und erschwerlich. Ja, es ist echt gemein. Ich hätte gedacht, wir könnten vielleicht da ein bisschen was kaufen. Ich will noch nicht zurück. Gibt's echt gar nichts? Gar nichts. Außer Katzen. Ja, aber das ist. Aber ich will hier belohnt werden. Ja, wir haben ein paar Leute ausgeraubt. Toll. Super. Und wir haben festgestellt, dass Kies Eltern verschollen sind. Ja. Stehen wir nicht im Weg. Gut, Leute, das war sehr spannend. Ja, Wahnsinn. Das ist nicht zu übertreffen, glaube ich. Also, wow. Gut, ich werde mich hier schnell durchquälen. Also, ich werde jetzt hier nach Möglichkeit keine Kämpfe machen. Ja, wenn wir eh schon so gut dabei sind. Ja, ich muss hier das. Gut, dann haben wir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit. Also. Mir fällt kein Thema ein. Ach ja. Ich bin ja mal gespannt, ob sie auch dann FF12 noch bringen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Dann die komplette Serie auf dem PC. Gut, es ist jetzt nicht so, dass ich es wollen würde. Aber ja, also es wäre schon schön, also ja, ich bräuchte auch nicht, aber sie könnten das sehr gut PC optimieren, glaube ich. Also die Grafik können sie aufhübschen, klar. Und keine Ahnung, mit der könnten mir so gut eine Maussteuerung vorstellen, wenn sie da die gerade wegen diesem komischen Kampfsystem, das wird sich dann zwar wie so ein MMO anfühlen, aber das ist ja bei FF12, ja, ist halt FF12, ja. Ja gut, also ich sag mal so, so warte mal, Nortana. War nicht in Nortana die Person mit der Zwiebel? Aber wir müssen das sowieso irgendwie hin, ne? Könnte ich mir gut vorstellen, dass die da ist, ja. War noch nicht so lange her. Entweder da oder. Ja, da müsste eigentlich sein. Auf jeden Fall war es im Haus, das ist logisch. Ja. Ja, auf jeden Fall fehlt dann ja auch noch Teil 1 und 2, ne, als Remake-Version. Ach stimmt, das gibt's noch nicht, ne? Stimmt. Könnten sie auch mal bringen. Ach, die wollten eine Bratpfanne. Okay, müssen wir uns auch merken. Vielleicht gibt uns die Zwiebeltante ja eine Bratpfanne. Was hast du nochmal? Achso, ja, die Spinne mit dem Engel. Ach ja. Ach Gott, nee, diese Draht standen wieder. Die uns zum Verhängnis wurden. Ja, aber ich hab's ja dann doch noch hingekriegt. Ach, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, ich hatte hier was so vergessen zu kaufen. Ach, na dann. Aber Agilität minus 1. Was mit dem schweren Kettenhemd? Agilität minus 4. Ja, aber plus 17 Def. Ist schon ein Wort, ach, oder? Was soll der Geist? Ja, nee. Nicht nur. Schöne Geld. So. Ja, komm, wir haben eh 99er Agilität. Also. Die Abwehr freut sich. Stimmt, Agilität können wir ja durch Zubehör noch pushen, von daher. Oder Level-Ups. Ja. So. Ja, ansonsten, momentan das Playcher. Boah, da bist du hier noch nicht fertig. Teil 6, also FF6. Ja. Ich kann es echt nur empfehlen, also. Gut, mir ist das
SNES Remake ist nicht mehr ganz so im Gehirn, aber, vor allem Remaker, richtig. Also die SNES-Version ist nicht mehr so ganz im Gehirn, aber grafisch ist das richtig, richtig schön. Ja, das habe ich auch gesehen von den Bildern, also das ist wirklich schön. Das würde ich dann auch machen, wenn ich es irgendwann mal vorhab zu Let's Playen. Vor allem, ich finde auch die Oberfläche schöner gemacht worden und... Ach na, dieser Ort wieder... Oh, wirk. Vor allem finde ich das auch schön, dass du die Möglichkeit hast, verschiedene Kampf-Layouts zu wählen. Also halt einmal... Ja. Nein! Das Standard, was richtig detailliert und schön gemacht wurde. Und dann irgend so ein anderes... Keine Ahnung, das ist, weiß ich, gefällt mir gar nicht. Kann man Part 1 bei mir vergleichen. Ansonsten... Ich find's geil. Ich find's halt schade, dass sie, wie auch bei Teil 5, nicht die PlayStation 1 Version remaked haben, sondern die iOS Version. Was an sich geil ist, nur dass die PlayStation 1 Version halt Filmsequenzen hatte. Ja, das ist natürlich schön, ja. Schöne Rennersequenz, wo man zum Beispiel Tara, Bradford, die eigentliche Heldin von Teil 6, schön grafisch animiert sieht und so. Das ist halt ärgerlich dann. Das ist wirklich ärgerlich. Das hättest du eigentlich einfügen können, ohne groß jetzt aufzuwerten. Ja. Gut, gleich ein bisschen höher auflösend. Also sie hätten nicht viel dran machen müssen eigentlich, ne? Eben, das hätten sie halt einfach kopieren können und zack. Ja, also, eben. Ein bisschen schade. Ja, aber ansonsten, bis auf sowas, ist das echt ein super Remake. Vor allem, du hast halt diesmal die Möglichkeit, per Tastendruck dir ein Mokri anzeigen zu lassen, der dir so per Sprechblase sagt, was dein nächstes Ziel ist. Okay. Das ist richtig cool, wenn man auch ein bisschen länger mal nicht gespielt hat. Ansonsten, auch geil, gibt's so eine Art... Ja, frag mich nicht, warum es Album heißt, aber du hast halt die Möglichkeit, so die Kern-Story-Punkte, die du erlebt hast, nochmal in kurz zusammengefasst nochmal nachzulesen. Und das ist sowas von komfortabel. Vor allem hängst du dann auch in keiner Sekunde da, Story. Das ist gut. Ah, Mist. Und natürlich gibt es wieder OP-Kämpfe, also ich sag mal so. Optionale Superbosse. Das ist schön. Ja. Na, das FF6. Ich werde es nie vergessen. Den allerletzten Kampf. Das war so eine geil epische Inszenierung. Wobei ich Kefka eigentlich nicht wirklich mag. Nee, ich kann ihn auch überhaupt nicht leiden mit seiner Clownsfresse und seinem Gelache die ganze Zeit. Aber als letzter Boss, das ist so gar so krass einfach. Boah. Ich finde auch das Spiel hat so geile Story-Wendungen. Ich meine, ja. Ich kenne kein Spiel, wo. Achtung, das ist Spoiler, wir reden jetzt von der damaligen SNES-Version, also weswegen wir es kennen. Es ist halt so, ne, du hast halt deine Welt, die du halt stundenlang bereist, spielst, Abenteuer erlebst und dann wird die halt vernichtet. Einfach so. Und dann hast du halt deine kaputte, ruinierte Welt, in der du halt erstmal ein Jahr später agierst, aufwachst und erstmal deine Freunde wiederfinden musst und so. Ja, das und, war. Und dann was. Wird dir erstmal klar, Kefka, der Bösewicht, der hat hier die Macht übernommen und das ist gigantisch. Das hast du sonst kaum ein Rollenspiel. Das stimmt, ja. Schon echt geil umgesetzt. Und das Beste natürlich, ne, Schokobos. Na klar. Das muss. Oh ja, so. Speichern, denn der Part ist auch schon wieder fast voll. So. Okay. Warte, eine Minute mach ich noch. Nein, ich kämpfe dabei. Kein Schleim. Trotzdem muss ich sagen, der beste Remake für den PC, den Square Enix bisher abgeliefert hat, ist nach wie vor Teil 4. Da stimmt einfach alles. Es ist rundum geremaked worden, es hat Synchron, es hat Filmsequenzen, es hat wirklich komfortable Neuerungen, es ist einfach rundum geil und das Geld mehr als wert. Also das beste Remake überhaupt. So stelle ich mir halt auch ein Remake vor. Ne? Ja, das ist ja auch so ein Zweck des Remakes dann, ja. Ich will halt zumindest diesen... Ach, Alter.
Hau ab! Ich will das noch hinter mir bringen, ja. Frage ist, ob das überhaupt hier richtig ist oder nicht. Tja, aber ich denke schon, oder? Jetzt hängen wir wieder. Ja, können wir wieder außen rumlaufen. Nee, ich meine, das hat sich so kreisförmig dann wieder auf den gleichen Weg gebracht, oder? Ja, das Problem ist aber, bei der einen Seite ist halt die Brücke Arsch. Ach ja, stimmt. Na, mal sehen. Zur Not machen wir das offline. Ich hätte gerne jetzt noch ein Part aufgenommen. So, wir schaffen zumindest ohne großen Kampf. Ja, immerhin. Mhm. Ah, so. Ach gut, jetzt sind wir in diesem Dörfchen. Hier Arsch. Werden wir im nächsten Part ganz schnell wegen der Zwiebel nochmal abchecken. Mhm. Und ja, das war dieser Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.